Glück auf! Wir befinden uns im Technologiezentrum des Instituts für Aufbereitungsmaschinen der Technischen Universität Bergakademie Freiberg. Neben mir steht der technische Berater der SBM Mineral Processing GmbH, Dr. Jens Löwe. Herr Dr. Löwe, hallo! Ein herzliches Glück auf! Herr Dr. Löwe, welche besonders schönen Erinnerungen verbinden Sie mit dem Freiberger Studium? Ja, ich habe eigentlich nur schöne Erinnerungen und es ist sicherlich auch nicht so ganz zufällig, dass ich in Freiberg gelandet bin. Bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich in der Aufbereitung, in der Erzaufbereitung gearbeitet und wurde da das erste Mal mit den Maschinen konfrontiert, die man uns dann hier im Studium näher gebracht hat, sodass ich doch sehr bewusst diesen Entschluss gefasst habe, Gewinnungs- und Aufbereitungsmaschinen hier in Freiberg zu studieren. Die ersten Jahre waren erstmal relativ hart, viel Mathematik, technische Mechanik, Physik, aber das war eigentlich das Rüstzeug für das spätere Studium und für den gesamten beruflichen Werdegang. Wir haben damals in kleinen Gruppen sehr intensiv gearbeitet, haben uns geholfen, hatten auch einen sehr intensiven Kontakt zu den Professoren, aber auch zu den anderen Lehrkräften. Und wenn wir mal nicht gearbeitet haben, dann bot Freiberg auch einiges an Studentenleben, was wir dann natürlich auch gelegentlich genossen haben. Und somit ist eigentlich die Zeit in Freiberg rasend schnell vergangen. Und man hat auch viel Rüstzeug für die Zukunft mitgenommen. Welchen Einfluss hat denn das Freiberger Studium auf Ihre heutige berufliche Tätigkeit? Ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, man lernt strukturiert zu denken, versucht komplizierte Dinge in einfache Lösungsansätze zu packen, sodass man dann die Schritte dann oder die Aufgaben schrittweise lösen kann. Und das hilft einem dann sicherlich immer wieder im beruflichen Alltag. Welche Möglichkeiten bietet denn ein abgeschlossenes Studium an der TU Freiberg? Man kann bei Herstellern für Aufbereitungsmaschinen sicherlich weltweit oder deutschlandweit anfangen. Man hat das Rüstzeug, um diese Maschinen wirklich auszulegen und entsprechend zu dimensionieren. Man kann aus diesen Maschinen dann ganze Anlagen zusammensetzen, egal ob es nun Bergbau- oder Aufbereitungsanlagen sind, und ist eigentlich fast überall gut einsetzbar. Alles klar, vielen Dank für das Interview. Solltet ihr hierzu noch Fragen haben, stehen wir euch gerne zur Verfügung und verbleiben mit einem herzlichen Glück auf. Glück auf.